Jeder, der mich kennt, weiß ja, ich mache ja richtig gerne Scherze. Und irgendwie ist Nils jetzt auch mal dran, deswegen gehe ich an meine schöne Vitrine. Ich weiß nicht, kennt ihr die überhaupt mit unseren schönen Bayonettfunden? Und auch die Sachen aus der Geldkassette. Und nehme einfach mal so ein bisschen was von dem Modeschmuck hier unten. Warte mal. Hier, guck mal. Hier die Uhr. Man sieht es ja. Nichts Besonderes, magnetisch. Und noch eine. Und werde einfach mal im geeigneten Moment diese beiden Uhren an den Magneten klipsen. Und werde dann so tun, als wenn ich die gerade gefunden habe und den Nils damit aufziehen. Also, seid gespannt. So ihr Lieben, wir sind mal wieder Magnetfischen. Ich hoffe, man kann mich überhaupt hören, weil es ist doch ein bisschen Wind und das Wetter ist nicht das allzu beste. Ja, Nils ist mit dabei, der baut da hinten auch schon gerade wieder auf. Und wir sind hier wieder in unserer altbekannten Lieblingsecke. Hier hatten wir schon die ganzen Tresore und so weiter. Und mal schauen, was wir heute so finden. Ne? Wir haben ja noch ein bisschen was vor. Ne? Nicht vergessen. Da werden bestimmt ein paar ganz tolle Funde heute rauskommen. Ja, und nicht vergessen, die besten Magnete gibt es beim Magnetar. Na, dann geht's los. Während der Nils da hinten noch die Anmod macht und holen schon mal die ersten geilen Funde raus. Hoffen wir zumindest, bevor wir hier nicht irgendwie reinfallen. Dicke Spundwand, toll. Gucken wir mal. Wir haben schon den ersten großen Fund dran wieder. Ja klar. Du hast mich gewarnt, ne? Ja, ich hab gesagt. Ist klar. Ich sag noch, weißt du, wir gehen extra ein paar Schritte weiter, damit ich keinen Stuhl raushole. Und was hole ich zuerst raus, einen Scheißstuhl? Die Energie, die wir heute hier haben. So. Na toll, wir haben schon mal Schule Nummer 2. Ja, ganz toll. Ist klar. Witzig, dass du sagst, du hast keinen Bock auf Stühle. Ich hab keinen Bock auf Stühle und hol mir schon den zweiten hier raus, Klavier. 1, 2, 3. Naja. Mein Vorteil ist, wir sind ja heute nicht mit Auto, sondern der liebe Nils. Da kann er den Scheiß nach Hause fahren. Aber das kannst du besser als ich, oder? Du hast ja schon Übung drin. Da lang oder da lang? Ach hier, du musst hierher. Das ist eine schräge Kante, das ist perfekt. Eine schräge Kante? Das ist wie eine runde Gerade. Keine Kante, wo er sich so blöd runterhängt. Cool. Na, dann machst du es heute mal, oder? Hast du mich Übung und Dankeschön. Nicht. Ja, nicht. Ich hätte gerne mal schön jetzt gleich mal anfangen, dass ich richtig gleich Motivation kriege hier heute. Das wäre mal was. Hätte ich voll Lust drauf. Aber hier waren wir noch gar nicht an der Stelle, oder? Ja, nur ein Stück weiter, weiter. Ja? Ja. Boah. Das dran bleibt. Oh krass. Ja, ist klar. Wie eine riesen Monsterstange. Das hier riesig. Mal vorsichtig den Magnet wegpacken. Dann die Spundwand kommt. Ja, du mit deinen Kleinigkeiten da. Alter. Ja, geht so. Ab Spaß. Puh. Pause, mal trinken. Ich glaube. Flex? Wieso? Oder kriegen wir die hoch? Du kannst schon mal versuchen zu biegen. Da erzählt mir, dass Gotti hat Mango eingepackt. Nee. Hat da Kaffee eingepackt. Mal gucken, ob der Nils das merkt. Aber wahrscheinlich schon. Also Mango hat Scotty nicht eingepackt. Wir hätten noch Kaffee im Angebot. Tja. Dann nehme ich Schoko. Dann nimmst du Schoko, ja? Ja. Ich teste Kokos. Gut. Aber Mango wäre natürlich warm. Mango kriegst du beim nächsten Mal dann. Zum Wohle. Das
Ist das jetzt Schoko oder das Kokos? Ah, ich doch falsch gegriffen. Ich bin so doof, gib her, komm. Es tut mir leid. Ja, Mann, ich bin so. Ja, ich bin 5 Uhr morgen aufgestanden. Das ist schon ein bisschen. Ja. Gut jetzt, ja. Ausgewogene Trinkmahlzeit. Na dann. Prost. Shanti. Hm? Merkst du gleich, brauchst du kein Armbrot mehr. Es schmeckt auch irgendwie anders als Schoko. Schmeckt jetzt nach Kokos. Du trinkst einen ordentlichen Sip und dir fällt es überhaupt nicht auf. Und ich denke bei der Farbe so, also wenn das jetzt Schoko sein soll, weiß. Das ist helle Schokolade, weißt du gewesen? Genau. So, hast du was rausgeholt jetzt endlich schon? Aber lecker. Lecker ist es wirklich, das stimmt. Das stimmt, ja. Nee, ich hab ja auch noch nicht einmal einen Magnet rausgezogen. Warum denn nicht? Na. Was ist denn los hier heute? Was zu tun habe ich. Hast du dein Auto schon zugemacht wieder? Natürlich nicht. Warum das denn nicht? Wir wollen mal was ordentliches finden heute noch hier. Ja, pass mal auf. Und? Ja. Straßenschild. Ja. Oder? Ja. Ja, klar, ich Baustelle seit 4 Jahren natürlich. Ja. Dann ist es doch kein Wunder, dass das ein oder andere Baustellenschild hinten abfällt. Und was ist es für eins? Was raten wir schon, rate mal? Ja? Ich hab's ja schon gesehen. Achso, du hast es schon gesehen? Ja. Das ist hier, wenn so eine Einengung ist, dass ich Vorfahrt habe, also dass der Gegenverkehr warten muss. Und das nennt sich wie? Vorrang oder sowas vielleicht? Ja, irgendwie sowas. Okay. Vorrang ist. Ist ja erst 80 Jahre her, dass ich den Führerschein gemacht habe. Bei mir ist. So, ihr Lieben, wir haben jetzt nochmal den Spot gewechselt. Wir sind hier an der Stelle, wo wir damals die Granate gefunden haben. Und wo auch zum Beispiel das Fernsehen gerade über uns berichtet hat. Ja, mal gucken, was hier noch so kommt. Auf jeden Fall ist hier ein bisschen ruhiger. Hier pfeift der Wind auch nicht ganz so. Mal gucken, was ist passiert. Ja, wir schmeißen einfach eine Runde rein. Ihr guckt zu und genießt es. Drückt uns nochmal den Daumen, dass wir diesmal ein bisschen mehr finden. Auf jeden Fall liegen hier gut Kronkorken. Und wenn ich die Kronkorken hier alle schon liegen sehe, die wir hier mitnehmen, dann weiß ich, was mich erwartet. Na gut, egal. Alle, yep. Es blubbert. Keine Ahnung, ob das Schlamm ist oder ob es wirklich was dran ist. Oh, hier hat es auch neu gepoppt. Oh ja, ist auch dran. Ja? Ja. Handschuhe anziehen. Ja, toll, Fahrradkorb. Der ist so leicht magnetisch, ob der mit rauskommt. Oh, der hängt auch gar nicht mal am Magnet. Oder? Keine Ahnung, wo dran der hängt. Das hängt ganz komisch aus. Wenn du lang gemacht kriegst. Meinst du? Na gut. Ach nee, verarsch mich nicht. Ey, das kann ja nicht sein. War schwer ein Straßenschild. Das ist ein Déjà-vu. Er hängt wirklich nur an der Dingsspanne hier. Cool. Nicht schlecht. Den brauche ich. Und einen Kopfhörer. Brauchst du Hilfe oder schaffst du? Ja. Ja. Ihr wollt mich doch wohl alle ein bisschen verarschen, oder? Naja, wir sind ja absichtlich hier, damit du die großen, schweren, unpraktischen und unnötigen, langweiligen Dinge rausholst und ich dann irgendwann das coole Zeug. Aber ich. Jo. Falls wir jetzt nichts finden, können wir ihm ja helfen. Jetzt müssen die Reste vom Schlüssel hier. Wenn du die Blasen siehst, da kommt auf jeden Fall gut was mit. Schwer. Und es ist abgegangen. Nils, ich brauche deine Hilfe. Nein, es war kein Schild. Es war zu schwer für ein Schild. Ich sage Tresor. Ja. Ja, genau da.
deine Vermutung stimmen mag. So ist der Call. Da. Was das am Ende nun wirklich ist, werden wir jetzt herausfinden. Ah, oh, ich hab was anderes. Ich rutsche jetzt gerade rüber, so Mist. Warte. Ja. Das müsste es sein, ne? Ja. Okay, eindeutig. Ich versuche langsam rauszuhören. Einkaufswagen, ich liebe mein Leben. Ach nee. Ich habe einen Haken im Auto. Den kriegen wir so. Okay, ich wollte nur sagen, dass ich einen Haken im Auto habe. Guck mal, wie tief da drin lag. Das heißt, du bist vorbereitet mal? Wie machen wir das? Warte mal. Okay, du musst vorne noch ein Stück, oder? Wir dürfen uns keine Verkantungen erlauben. Er ist weg. Na, ich hol mal den Haken. Oh. Ach, wie langweilig. Naja, aber wir müssen uns ja auch nicht unnötig den Rücken herziehen. Ja, na gut. Haken hol ich jetzt, weil ich einkaufswagen. Der dauert hier. Du, der ist schwer. Der schwer? Der Einkaufswagen. Mach doch ein paar Bizeps Curls. So. Wo soll ich denn ran? Vorne bitte. Dann rumdrehen. Hervorragend. Wagenprofi fast, oder? Ja, fast. Er hat verspielt. 1, 2, 3. Hoppa. Ist ein Monster. Aber werden die immer größer? Kann das sein? Ja. Ich bin ja froh, dass es keiner von den schweren Varianten war. Weil die sahen ja als Kind schon immer groß aus, die Dinger. Aber die werden nicht kleiner. Oder ich werde nicht größer. Tendenz zweitens. Aha, okay, gut, habe ich verstanden. Hey, erste Münze, Wahnsinn. Ja, klar, hey, komm. Das hast du aber schön erwischt. Das ist niedlich. Heute macht's aber Spaß. Ja. Mhm. Was fehlt uns dann noch? Wie viele Straßenzeichen gibt es denn eigentlich? Wie viele Verkehrszeichen? 80? Nee. Weniger? Mehr. Nein. Du hast da was fallen lassen. Und wahrscheinlich noch viel weiter. Weißt du, wie jetzt, ne? Tief das Ding jetzt drin steckt unten im Schlamm? Nee, das wollen wir gar nicht wissen. Vor allem auch viel weiter links wahrscheinlich. No. So wie das aufgekommen ist. Scheiße. Oh. Oh, wo bist denn du? Klar bei dir. Ich bin ab. Ein Glück. Huh. Ah, ich hab's. Hä? Das ist in Luft? Er steckt im Boden. Okay. Das, oh, das steckt gut im Boden, ja. Hängst du auch mit dran? Nö. Soll ich? Gut. Dunk. Oh, oh. Hey. Ja, und siehe da. Rein.
von 3, ne? Oh. Das ist irgendwas riesig da unten, ey. Das ist zwar nicht der Terrain, an dem wir gerade dran hingen, aber es ist wieder ein Straßenschild. Und zwar die Parkverbotszone endet hier, Zeiten so und so. Vielleicht beginnt sie aber auch dort. Nee. Nee, das ist ein Ende, definitiv. Warum ist das ein Ende? Weil der Fall nach rechts geht. Wenn er nach links gehen würde, würde ab hier die Parkverbotszone beginnen. Und an der Einbahnstraße, was ist da? An der Einbahnstraße kannst du mich am Arsch lecken. Sagen Sie mal, also wirklich. Klugscheißern kann ich. Ich merke das schon. Was ist denn nun mit deinem Tresor da unten? Holst du jemanden dich raus? Ah, komm, fort. Da kommt was? Ja. Oh. Da ist ein Tresor drin. Das ist so ein Hackenschlitten, da ist ein Tresor drin. Ja. Okay, so ein Hacken-Porsche heißen die Dinger. Hacken-Porsche? Ja, hatte ich schon mal gehabt. Echt? Ja, Hacken-Porsche mit Tresor drin. Das ist ja witzig, dass die das öfter machen. Das ist ja geil. Ich komme dir helfen. Das ist geil. Ah, schön. So, du komm ran jetzt hier, wir wollen ihn rausholen da unten. Das ist doch kein Hacken-Porsche, das ist eine geile Reisetasche wieder. Die andere nehmen wir übrigens immer noch, ja? Die was? Die grüne. Kannst du dich nicht erinnern mit Max, wo wir die rausgeholt haben? Warte, das macht mehr Sinn, wenn ich hier links dran gebe. Na, hauptsache nicht an meinen Magneten, dann ist das Ding weg. Ah, wie krass. Müsste es dann vorne einrasten, obwohl das sieht ziemlich gefüllt aus da vorne noch. Diese eine Tasche, siehst du die vorne an, wie gefüllt die ist? Ich glaube, es wäre ziemlich cool, wenn die nicht mit Schlamm gefüllt ist. Wenn du da seitlich bei deinem Magneten vielleicht rangehst. So, warte mal, das musst du mitgehen. Alter, ist der schwer. Und? Nee, du fährst gar nicht. Ich glaube, ich muss mit dem Haken mit dir, bei dir zu, gehen wir noch mal ein Stück runter. Wird schwer lose. Ich glaube, wir müssen versuchen, einfach in einer Schlaufe drunter zu kommen nachher. Wie ja, letztes Mal. Krass, wie leicht das Ding im Wasser ist. Ja. Und dann. Er läuft halt auch nicht wirklich aus, ne? Nee. Und da hast du ihn aber nicht gut. Kannst du vielleicht mal versuchen, da so einen Henkel zu kriegen? Siehst mit du den? Ding hier. Ja. Warte. Er dreht sich ein bisschen. Da ist aber noch mehr drin, oder? Da vorne der Henkel an deinem Magneten. Siehst du den? An meinem Magneten, entschuldige. Den Henkel meinst du? Ja, kommst du da irgendwie ran? Ich kann mal kurz ein bisschen hängen lassen. Ja, kann machen. Vielleicht läuft da ein bisschen was aus. Also ein bisschen trocken tut da, aber nicht wirklich viel. Ja. Was wäre ja ein Zeichen für zu? Oder für was anderes, aber ja, muss schon ein Tresor sein, oder? Das ist auf jeden Fall ein Tresor. Spannend! So, versuchen wir halt nochmal eine Runde. So ganz langsam und eins. Moment. Weiter? Oder? Nee, alles gut. Der oben bei dir wackelt nur ganz schön. Man sieht genau, wo du rausgerissen hast. Oh oh. Klingt nicht gut. So, kurz verschnaufen. Wie das knistert. Komm, ich halte kurz fest, dann kannst du einmal kurz einen Film machen. Mit der Kamera. Ja, ich halte ihn fest.
Dann kannst du einmal kurz filmen. Scotty haut eine Werbeunterbrechung rein. Primetime-Video. Alter, ist das schwer. Zack, Handy weg. Eine Tasche. Das sah überhaupt nicht aus. Wir sind ja mal im ersten Tresor drin, aber hier ist auch noch so eine Tüte, die auch total gefüllt aussieht. Das könnte aber Schlamm sein. Oder einfach nur ein Stein. Oder einfach nur ein Stein. Aber das da innen ist auf jeden Fall ein Tresor. Weil der leuchtet halt nicht aus, so gar nicht. Na dann komm. Bei allen Tresoren läuft es aus. Die offen sind. Die offen sind. Ja, na komm. Bin neugierig. Noch ist hell. Hauptsache er fällt nicht runter jetzt. Oh, ist der schwer, Alter. Richtig. Krass. Was ist das Ding? Der ist richtig schwer. Jetzt bin ich gespannt wie ein Bettlaken. Ich erstmal. Okay, pass auf, ich stelle euch noch ordentlich hin und dann, ja, gebühre ich John die Ehre, das zu öffnen, weil dann hat ihn als erstes dran gehabt. Oh. Na gut, ja. Komm. Hol mal ran. Hier vorne schon mal nichts. Oh, der klimpert. Warte. Hey. Okay. Hier ist eine Mülltüte. Und in noch einer Mülltüte. Und noch eine Mülltüte. Boah, was? So viele Mülltüten? Ja, ohne Scheiß. Ist das krass. Das ist so ein wasserfester Rucksack. Ja, ja, das ist ganz sicher so ein wasserfester Rucksack. Jetzt nicht mehr, ist er kaputt. Ja, das ist wohl wahr. Das war's auch mit deiner tollen Reisetasche. Ja. Boah. Schuldige bitte. Er will nicht raus. Ey, wie haben Sie ihn da reingekriegt, bitte? Jetzt. Soll ich ein Messer einfach holen? Was? Ein Messer? Ja, sicher. Ihr wollt es eigentlich noch spannender machen. Ja, oder du machst es jetzt richtig spannend. Ja, es kommt. Yeah. Oh. Das könnte der mal sein, der vorne. Nein. Guck's dir an, da. Da ist das Loch. Es hätte so krass sein können. Ach Mann. Das hätte einfach mal. Aber deswegen auch der wasserfeste Rucksack. Und ich sage dir, er ist einfach nur leer. Ist auch nicht ausgelaufen wegen des wasserfesten Rucksacks. Er ist komplett leer. Hier. Nichts drin. Das Ding ist einfach mal leer. Das kann nicht wahr sein. Tja, aber war trotzdem ein sehr spannendes Ding. Ein sehr schweres, spannendes Ding. Ja. Ich hätte ihn trotzdem gerne rausgehabt hier aus der Tasche. Ja, ist das so? Er läuft übrigens aus jetzt. Ja. Nee, geht nicht raus. Ja, ist eine Trinkflasche noch mal hier. Ich wollte jetzt noch fahren. Geh mal ein paar Meter rüber hier einfach. Wir hatten ja noch ein bisschen was vor. Ein Fahrradschloss. Zwei sogar, du Arsch. Willst du gucken? Drei sogar? Nee, zwei. Nee, ist nur eine Kette, also eine Schlange, eine Berliner Schlange. Zwei schicke Uhren. Mhm. Naja. Warte mal, hier steht eine Marke drauf, oder? Fixoflex! Ja, Fixoflex! Ich glaube, die Zuschauer kriegen sich jetzt gerade vor Lachen.
definitiv nicht ein. Weil du weißt, was Fixoflex bedeutet. Ich weiß es auch. Doch, das hat mit den... Wieso denn? Weil du es gerade rangemacht hast? Weil wir dich gerade geprankt haben. Und dass wir in der Anmod schon gesagt haben. So, damit können wir dieses wunderschöne Video beenden für heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir hatten jedenfalls eine Menge Spaß. Wir haben einen coolen Tresor gefunden. Der Nils hat ein paar schöne Straßenschilder gefunden. Genau. Wir gucken jetzt, was er als letztes rausguckt. Und ihr habt die Chance, einmal ein schönes Abo dazulassen bei uns, beim lieben Nils. Auf jeden Fall, auch wenn der Tobi heute nicht dabei ist, sondern nur seine, ja, wie nennen wir das Ding eigentlich? Tobi Dreibein oder was ist da? Aber wie gesagt, ja, war ein schöner Tag. Hat euch hoffentlich auch gefallen. Und Samstag sind wir in Spandau unterwegs und mal gucken, was wir da so Schönes rausholen. Letztes Mal war ja auch sehr erfolgreich. Ja, bis später. Ciao. Tschüss.